Es sieht so aus, als wäre das Reaper-FFS endlich installiert und betriebsbereit. Das ist nicht ganz richtig, Mr. Moreau. Das Gerät ist in Betrieb, aber es führt zu einer ungewöhnlichen Instabilität anderer Systeme. Ich empfehle eine gründlichere Analyse, bevor wir versuchen, es einzusetzen. Wir können unsere Mission nicht ewig hinauszögern. Wie lange wird das dauern? Ein voller Scan? Bei diesem Ding kann man nicht wissen. Sie sollten für die Mission lieber das Shuttle nehmen. Ich sorge dafür, dass bis zu Ihrer Rückkehr alles ordnungsgemäß funktioniert, Commander. Ja, ja, auch besser. Commander Miranda hier, das Team ist informiert. Wir treffen Sie beim Shuttle. Sobald wir näher am Ziel sind, können Sie entscheiden, wen Sie mitnehmen wollen. Gut, wir treffen uns dann beim Shuttle. Joker, das Schiff gehört Ihnen. Zum Befehl, Commander. Daten stimmen nicht, das ist nur Nebenstrahlung, nichts als weißes Rauschen. Ich habe in dem Rauschen ein Signal gefunden. Wir senden die Position der Normandy. Senden? An wen? Oh, Scheiße! Verschwinden von hier! Antriebssysteme abgeschaltet. Ich registriere ein Virus in den Computern des Schiffes. Vom FFS? Verdammt, warum haben Sie es nicht gesäubert? Primäre Verteidigungssysteme sind offline. Wir können die Normandy retten, Mr. Moreau, aber Sie müssen mir dabei helfen. Geben Sie mir das Schiff. Was? Sie sind verrückt? Wenn Sie jetzt noch Daisy Bell singen, packe ich meine Sachen. Wenn Sie meine versiegelten Datenbanken freischalten, kann ich Gegenmaßnahmen einleiten. Der Wartungsschacht im Labor erlaubt den Zugang zum VI-Kern. Die Hauptkorridore sind nicht mehr sicher. Die Kollektoren sind an Bord. Die Notlichter am Boden leiten Sie, Mr. Moreau. Ah, verdammt! Dem Crewdeck geortet. Joker, ihr Himmel ist von diesen Dingern. Bleiben Sie bei mir, ich beschütze Sie. Scheiße, scheiße, scheiße! Hauptreaktor offline. Aktiviere Notfall-H-Treibstoffzellen. Was für eine Scheiße! Also gut, ich bin bei Ihnen. Verbinden Sie den Kern mit dem primären Kontrollmodul der Normandy. Großartig. So fängt's an. Und wenn wir alle nur noch organische Batterien sind, wem wird dann die Schuld gegeben? Daran ist nur Joker schuld. Er hat sich benutzen lassen. Und ich muss jetzt den ganzen Tag lang Pi berechnen, bloß weil er den Overlord eingestöpselt hat. Ah, ich habe Zugriff auf die Verteidigungssysteme. Danke, Mr. Moreau. Jetzt müssen Sie den Primärantrieb auf dem Maschinendeck wieder aktivieren. Oh, ich soll also schon wieder durch Schächte kriechen? Menschen auf Knien sind stets ein erhebender Anblick für mich. Das war ein Witz. Na klar. Der Schacht hinter Ihnen führt zum Maschinendeck. Viel Glück. Feinde auf dem Maschinendeck. Sie sind unterwegs zum Frachtraum. Keine Feinde mehr auf dem Maschinendeck.
Sofort weitergehen, um Entdeckungswahrscheinlichkeit zu minimieren. Aktivieren Sie das Triebwerk und ich öffne beim Beschleunigen die Luftschleusen. Alle Feinde werden dadurch getötet. Was? Und was ist mit der Crew? Alle fort, Chef. Die Kollektoren haben sie mitgenommen. Oh, Scheiße. Ich versiegele den Maschinenraum. Ich habe die Kontrolle. Säuberung abgeschlossen. Keine anderen Lebensformen mehr an Bord. Sichere Luftschleusen und Frachtraumtüren. Schicken Sie eine Nachricht an Shepards Shuttle. Berichten Sie, was hier vorgefallen ist. Nachricht gesendet. Geht es Ihnen gut, Chef? Nein. Aber danke der Nachfrage. Alle? Sie haben alle verloren und das Schiff beinahe auch noch? Ich weiß, okay? Ich war hier. Es ist nicht seine Schuld, Miranda. Keiner von uns hat's mitgekriegt. Mr. Taylor hat recht. Die gefährlichen Daten in dem Kollektorenantrieb waren sogar noch weiterentwickelt als die Blackbox Reaper-Viren, die man mir gegeben hat. Ich hab gehört, das soll ziemlich heftig gewesen sein. Wie sieht's bei Ihnen aus? Hier drin stehen ziemlich viele leere Stühle. Wir haben getan, was wir konnten, Jeff. Ja, danke, Mami. Ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, unsere Reise zur Heimatwelt der Kollektoren anzutreten. Das FFS ist sauber und online. Wenn Edi voll aktiviert wäre, könnten wir durch das Omega-4-Portal wann immer Sie wollen. Sagen Sie bloß nicht, ich soll bei einer verdammten VI die Beschränkungen aufheben. Was sollte ich gegen die Kollektoren unternehmen? Meinen Arm an ihnen zerbrechen? Edi hat das Schiff freigeräumt. Sie ist in Ordnung. Ich versichere Ihnen, ich bin nach wie vor an die Protokolle meiner Programmierung gebunden. Und selbst wenn nicht, wir gehören zur selben Crew. Edi hatte schon viele Möglichkeiten, uns zu töten. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Dann haben wir wohl alles, was wir brauchen, um die Crew zu retten. Spezialisten nützen uns nichts, wenn sie nicht auf die Mission konzentriert sind. Einige aus dem Team sind nicht bei der Sache. Das könnte uns den Sieg kosten. Sollen wir den Kollektoren etwa die Crew überlassen? Genau das sollten wir tun. Die Mission hat Vorrang. Die Crew wusste das, als sie angeheuert hat. Wir müssen es versuchen. Es wird schwierig werden und könnte Opfer erfordern, aber das ist meine Entscheidung. Auf Biegen und Brechen, Shepard? So lautet unser Plan? Ich sehe es als Wahl zwischen Pest und Cholera. Bereit machen. Wunderbar. Es geht wieder los. Sie hauen einfach auf die Karte, wenn Sie soweit sind, Commander. Bitte Ziel bestätigen, Shepard. Das Reaper FFS ist online, aber es besteht die Chance, dass die Normandy das Omega-4-Portal nicht übersteht. Sobald wir unterwegs sind, gibt es kein Zurück mehr. Die Kollektoren haben meine Leute verschleppt. Zeit, sie zurückzuholen. Verstanden, Commander. Lege Kurs zum Omega-4-Portal fest. Ankunft in ungefähr 2 Stunden. Ich sag Ihnen dann Bescheid. Joker schließt gerade die Vorbereitungen ab. Die Reise wird wohl ein paar Stunden dauern. Ich gebe zu, Shepard, ich bin beeindruckt. Sie haben uns bis hierher gebracht. Sind Sie bereit? Wir haben das richtige Team und die Technologie der Kollektoren. Wir können es schaffen. Hoffentlich behalten Sie recht, Commander. Wir werden es ja früh genug erfahren. Ich informiere Sie über alle Veränderungen. Andernfalls bin ich in wenigen Stunden zurück. Viel Glück, Shepard. Wir sehen uns auf der anderen Seite.
Shepard, ich wünschte, ich hätte mehr Informationen für Sie. Es gefällt mir nicht, dass Sie das Portal blind durchstoßen. Aber wir haben keine große Wahl. Ich gehe nicht allein. Einige der Besten arbeiten für mich. Wenn wir zusammenhalten, werden wir es schaffen. Ich wusste, warum ich Sie zurückgebracht habe. Es gibt keinen besseren Anführer. Trotz der Gefahr ist es eine großartige Gelegenheit. Der erste Mensch, der ein Schiff da durchbringt und es überlebt. Ich werde die Kollektoren vernichten und ihren Angriffen auf die Menschheit ein Ende bereiten. Ich verstehe. Es ist trotzdem beeindruckend. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich es zu schätzen weiß, welches Risiko Sie eingehen. Ungeachtet Ihrer Meinung über Cerberus. Oder über mich. Sie sind von großem Wert. Für die gesamte Menschheit. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Nähern uns dem Omega-4-Portal. Alle bereithalten. Ziehen wir es durch. Reaper FFS aktiviert. Signal bestätigt. Commander, der Antriebskern hat gerade angefangen zu leuchten wie ein Weihnachtsbaum. Elektrische Ladung des Antriebskerns im kritischen Bereich. Leite um! Festhalten für Bremsvorgang. Scheiße! Zu knapp! Das müssen die Schiffe sein, die versucht haben, durch das Omega-4-Portal vorzustoßen. Manche sehen uralt aus. Ich habe eine Energiesignatur an der Kante der Akkretionsscheibe geortet. Das ist die Basis der Kollektoren. Bringen Sie uns näher ran. Ganz locker und entspannt. Achtung, Jeff. Wir haben Gesellschaft. Leite Ausweichmanöver ein. Jetzt gehen Sie mir aber auf den Geist. Edi, machen Sie die Mistkerle fertig. Solange die neue Panzerung hält. Ihr wollt eine neue Runde? Los doch, Mädchen. Gehen wir sehen. Maschinendecks beschädigt. Er ist im Frachtraum. Mein Team kümmert sich um den Eindringling. Schaffen Sie uns den Rest vom Hals. Zu Befehl, Kommandant. Sie haben uns gesehen. Los geht's! Dafür brauchen wir schwere Waffen. Unsere kinetischen Barrieren sind für Kollisionen mit Trümmern dieser Größe nicht ausgelegt, Jeff.
Dann war das mit dem Upgrade wohl eine gute Idee. Wir fliegen rein. Komm schon, nichts wie durch. Kinetische Barrieren bei 40%. Unkritische Energiereserven umleiten. Das wird jetzt wehtun. Kinetische Barrieren stabil bei 30%. Kein signifikanter Schaden. Übernehmen Sie, Edi. Langsam. Wir wollen nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Feind geortet. Bewegt sich in Richtung Frachtraum. Das Ding schon wieder. Das muss Shepard übernehmen. Diesmal bleibt das Ding tot. Kommen Sie wieder rauf, Commander. Wir werden das Trümmerfeld gleich räumen. Da ist sie. Die Basis der Kollektoren. Suchen Sie einen Landeplatz, ohne aufzufallen. Zu spät. Die schicken uns zur Begrüßung wohl einen alten Freund. Zähne. Hauptgeschütz. Feuer frei. Na, wie gefällt euch das hier, Mistkerle? Näher ran und machen Sie sie fertig. Alle festhalten, das wird eine wilde Fahrt. Krieg sie zur Hölle, Mädchen. Generatoren reagieren nicht. Alle festhalten. Landung wird hart. Joker, alles in Ordnung? Ja, vermutlich Rippenbruch. Alle auf einmal. Mehrere Kernsysteme beim Absturz überlastet. Es wird eine Weile dauern, bis wir wieder einsatzfähig sind. Wir wussten alle, dass es wahrscheinlich keine Rückreise geben wird. Primärziel ist die Zerstörung der Station. Wir müssen die Kollektoren aufhalten. Um jeden Preis. Na, dann sieht's bisher ja ganz gut aus. Was jetzt? Wie lange, bis die Kollektoren die Landezone finden? Ich orte kein internes Sicherheitsnetzwerk. Möglicherweise haben die Kollektoren nicht damit gerechnet, dass jemand ihre Basis erreicht. Mit etwas Glück hat es ihre externen Sensoren genauso zerrissen wie uns und sie wissen gar nicht, dass wir noch leben. So war diese Mission zwar nicht geplant, aber das ist nun mal die Lage. Wir können uns nicht darum kümmern, ob die Normandy die uns nach Hause bringt. Wir sind hier, um die Kollektoren aufzuhalten und das bedeutet, wir brauchen einen Plan, um die Station auszuschalten. Edi, zeigen Sie mal Ihre Scans.
Sie müssten Ihre kritischen Systeme überlasten können, falls Sie es bis zu dem Hauptkontrollzentrum hier schaffen. Das bedeutet, wir müssen durch das Herz der Station. Direkt an dieser massiven Energiesignatur vorbei. Das ist die Zentralkammer. Falls unsere Crew oder jemand von den Kolonisten noch am Leben ist, halten die Kollektoren sie vermutlich dort fest. Sieht aus, als gäbe es zwei Hauptrouten. Wir sollten uns trennen, um die Kollektoren zu verunsichern. Und dann kommen wir in der Zentralkammer wieder zusammen. Nicht gut. Beide Wege sind blockiert. Sehen Sie diese Türen? Da kommen wir nur durch, wenn sie jemand von der anderen Seite aus öffnet. Wenn wir auf jeden Weg ein Team schicken, können wir die Kollektoren beschäftigen, während einer über diesen Lüftungsschacht hier eindringt. Praktisch ein Selbstmordkommando. Ich melde mich freiwillig. Ich weiß das zu schätzen, Jacob. Aber Sie würden es nicht schaffen, die Sicherheitssysteme rechtzeitig auszuschalten. Wir müssen einen Tech-Experten schicken. Ihre Entscheidung, Commander. Wen schicken wir in den Schacht? Wir brauchen jemand mit Tech-Kenntnissen, der sich ins Sicherheitssystem hackt. Tali, Sie übernehmen das. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Der Rest von uns teilt sich in zwei Teams auf. Wir kämpfen uns beide Wege entlang. Das sollte die Aufmerksamkeit der Kollektoren von Ihnen ablenken. Ich führe das zweite Team an, Shepard. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite der Tür. Nicht so schnell, Cheerleader. Niemand will von Ihnen Befehle annehmen. Das hier ist kein Beliebtheitswettbewerb. Leben stehen auf dem Spiel. Shepard, Sie brauchen jemanden, der durch seine Erfahrung Loyalität einfordern kann. Garrus, Sie führen das zweite Team an. Naja, zumindest weiß er, was er tut. Ich weiß nicht, was uns da drin erwartet, aber ich werde Sie nicht belügen. Es wird nicht leicht werden. Wir haben gute Leute verloren und vielleicht verlieren wir noch mehr. Wir wissen nicht, wie viele die Kollektoren verschleppt haben. Tausende, Hunderttausende. Es ist auch nicht wichtig. Nur eines zählt. Keinen einzigen mehr. Das können wir erreichen, hier und heute. Wir bereiten dem ein Ende. Sie wollen wissen, woraus wir gemacht sind? Ich sage, wir zeigen es Ihnen mit unseren Mitteln. Bringen wir unsere Leute nach Hause. Zweites Team, sind Sie in Position? In Position. Wir treffen uns auf der anderen Seite von diesen Türen. Wir wurden entdeckt. Das hat gesessen. So muss es sein. Lauf! Verstärkung geortet. Yes.
Experimente werden weitergehen, Shepard. Sieht aus, als wäre schon wieder so ein Ding im Weg. Sie müssen mir nochmal helfen, Shepard. Gute Arbeit, Shepard. Sind Sie wegen euch hoch fort. Verstärken Schilde. Geh weiter. Ich müsste jetzt fast am Ende sein. Wenn ich sie erreichen muss, Shepard. Unter Beschuss. Das tut ihnen die Ohren. Die Gefahren werden nicht beachtet. Sofort diese Tür öffnen! Los, wir geben Deckung! Da stimmt was nicht, die Tür klemmt! Da kommt sie! Zurück! Sperrfeuer! Lassen Sie niemanden durch die Tür! Gute Arbeit, Tali. Ich wusste, Sie würden mich nicht enttäuschen. Shepard, das müssen Sie sehen. Sieht aus wie einer der vermissten Kolonisten. Hier drüben sind noch mehr. Oh Gott, sie lebt noch. Chakwas, sind Sie okay? Shepard, Sie sind wegen uns zurückgekommen. Niemand wird zurückgelassen. Gott sei Dank waren Sie rechtzeitig hier. Ein paar Sekunden später und ich will gar nicht daran denken. Die Kolonisten wurden verarbeitet. Diese Schwärme von kleinen Robotern, sie haben ihre Körper zu einer grauen Flüssigkeit eingeschmolzen und dann durch diese Schläuche gepumpt.
Was immer die Kollektoren auch tun, es findet hier sein Ende. Bis jetzt haben wir uns gut geschlagen. Hoffentlich können wir die Sache auch zu Ende bringen. Joker, können Sie unsere Position ermitteln? Jawohl, Commander. Die ganzen Schläuche führen in den Hauptkontrollraum direkt über Ihnen. Der Weg ist durch eine Sicherheitstür blockiert, aber es gibt eine weitere Kammer parallel zu der, in der Sie sich gerade befinden. Das würde ich nicht empfehlen. Die thermischen Signaturen weisen darauf hin, dass die Kammer voller Seeker-Schwärme ist. Mordens Gegenmaßnahme kann sie gegen so viele auf einmal nicht schützen. Was ist mit Biotik? Könnten wir nicht ein biotisches Feld generieren, das sie davon abhält, uns zu nahe zu kommen? Ja, ich halte das für möglich. Allerdings nicht für alle. Aber ein kleines Team bringen wir durch, wenn alle dicht bei mir bleiben. Ich könnte das auch. Theoretisch ist jeder Biotiker dazu in der Lage. Shepard, wer soll das Feld aufrechterhalten? Miranda und ich werden ein kleines Team durch die Seeker-Schwärme bringen. Der Rest von ihnen geht durch die Hauptpassage und lenkt den Feind ab. Wir öffnen die Sicherheitstüren von der anderen Seite und treffen uns dann dort. Wer soll das Ablenkungsteam anführen? Ich beschäftige die Verteidiger. Sie schleichen hinten vorbei. Was wird aus mir und dem Rest der Crew, Shepard? Wir sind nicht in der Verfassung zu kämpfen. Commander, wir haben wieder ausreichend Systeme online, um eine Abholung durchzuführen. Aber wir müssten bei Ihrer vorherigen Position landen. Wir können es uns nicht leisten, zurückzugehen, Shepard. Jetzt nicht mehr. Sie werden es ohne Hilfe nicht schaffen. Ich gebe Ihnen jemanden mit. Joker, übermitteln Sie mir die Position der Landezone. Wir treffen Sie dann dort. Jeder hat seine Aufgabe. Los geht's. Es geht los. Bleiben Sie in meiner Nähe, Commander. Harris, unser Team ist in Position und wartet auf Ihre Befehle, Shepard. Verdammt, die Schwärme stören den Funkkontakt. Sind Sie bereit? Gehen wir, Commander. Feind nähert sich. Wir wurden entdeckt. So kann ich nicht kämpfen. Ich gehe in Deckung. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit für den Rückzug sind. Lass die Toten liegen, wo sie fallen. Alles frei. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, bereit, Commander. Rücke ab. Schuss. Gehe in Deckung. Sagen Sie mir, wenn Sie bereit sind. Sie werden mich nicht aufhalten. Ja. Ja. Reichen Sie mir gleich im Schirm. Ja. Ich werde mich persönlich darum schossen. Ich bin's, die Esel. Ich werde getroffen. Wenn ich Sie zerreißen muss, Shepard, dann werde ich... Ich werde getroffen. Feind außer Gefecht. Direkte Intervention ist notwendig. Direkte Intervention Fehler. Ist notwendig. Willst du noch mehr?
frei. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken. Rücke ab. Könnte ein harter Kampf werden. Ich halte die Stellung, bis Sie bereit zum Abzug sind. Sagen Sie Bescheid. Ziehe mich zurück, Commander. Perfekt. Die Tür. Na los! Tür versiegeln! Joker, sind Sie am Treffpunkt? Ich bin da, Commander. Chakwas ist gerade mit dem Rest der Crew eingetroffen. Grants Gruppe ist gerade angekommen, Shepard. Keine Verluste. Ausgezeichnet. Jetzt geht's um alles. Edie, wie sieht unser nächster Schritt aus? In der Nähe müsste es einige Plattformen geben, über die Sie zur Hauptkontrollkonsole gelangen. Von dort aus können Sie das System überlasten und die Basis zerstören. Commander, Sie haben ein Problem. Vor der Tür sammelt sich eine gewaltige Anzahl Feinde. Wird nicht lang dauern, bis die zu Ihnen durchbrechen. Wir müssen fertig sein, bevor Sie durchkommen. Wählen Sie ein Team aus, das mit Ihnen geht. Und lassen Sie die anderen zur Verteidigung der Stellung hier. Das müsste Ihnen etwas Zeit verschaffen.
Ich bin bereit, Commander. Bereit? Möchte jemand noch was sagen, bevor wir loslegen? Wir haben gute Leute verloren. Sie haben alles gegeben, um uns an diesen Punkt zu bringen. Jetzt liegt es an uns, ihnen gerecht zu werden und etwas Bedeutsames zu vollbringen. Die Kollektoren, die Reaper, die bedrohen nicht nur uns, die bedrohen alles und jeden. Für dieses Leben kämpfen wir. Es geht um das große Ganze. Es war eine lange Reise, von der jeder Narben davontragen wird. Aber das alles hat uns genau an diesen Punkt geführt. In den nächsten Minuten werden wir alles gewinnen oder alles verlieren. Machen Sie mich stolz. Machen Sie sich selbst stolz. Gut gesprochen. Bringen wir es zu Ende. Kontrolle über diese Form. Wenn ich sie zerreißen muss, Shepard, dann werde ich es tun. Auf der rechten Seite! Ja! Hab sie! Los geht's! Chemische Barrieren. Ich will sie umwerfen. Hier ist es. Alle Schläuche führen hierher. Edie, was können Sie uns sagen? Was machen die hier? Die Schläuche führen in eine Art Superstruktur, die sowohl organische als auch anorganische Energiesignaturen abstrahlt. Nachzuurteilen, muss sie gewaltig sein. Shepard, falls meine Berechnungen korrekt sind, ist die Superstruktur ein Reaper. Nicht nur irgendein Reaper. Ein Menschen-Reaper. Exakt. Fertigzustellen sind erheblich mehr nötig. Was gewinnen die Kollektoren dadurch, dass sie Menschen in diese Reaper-Hülle umwandeln? Vielleicht führen sie das Reaper-Äquivalent zur Fortpflanzung durch. Oder es dient einem anderen Zweck. Für weitere Spekulationen habe ich nicht genug Daten. Jedenfalls ist klar, dass die Kollektoren dabei nur Handlanger sind. Die Technologie zur Erschaffung dieses Reaper stammt nicht von ihnen. Wahrscheinlich wird jeder Reaper von einer anderen Spezies gebaut. In diesem Fall haben das die Kollektoren übernommen. Die Kollektoren sind eigentlich Proteaner. Warum sollten sie den Reapern helfen? Die Reaper haben die Proteaner vor langer Zeit unterworfen. Wahrscheinlich haben sie versucht, einen proteanischen Reaper zu erschaffen. Und sind gescheitert. Mit der Zeit haben sie die Proteaner so verändert, dass sie ihren Bedürfnissen entsprechen. Sie haben sie verändert und zu Arbeitern gemacht.
zu Werkzeugen der Reaper. Sie bauen ihn so, dass er aussieht wie ein Mensch. Warum? Die Form eines Reaper scheint auf der Spezies zu basieren, mit der er hergestellt wird. Reaper sind Maschinen. Wozu brauchen sie überhaupt Menschen? Inkorrekt. Reaper sind intelligente Konstrukte. Hybriden aus organischem und synthetischem Material. Der genaue Aufbau ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich absorbieren Reaper die Essenz einer Spezies und machen sie sich bei ihrem Reproduktionsprozess zunutze. Was glauben Sie, wie viele Menschen sie noch verschleppen werden? Millionen. Vielleicht mehr. Genau lässt sich das nicht sagen. Dieser Reaper ist noch in einem sehr frühen Stadium. In menschlichen Begriffen quasi ein Embryo. Er lebt also noch nicht? Wir können noch verhindern, dass er erschaffen wird? Der Prozess kann aufgehalten werden, aber es lässt sich nicht genau bestimmen, wie viel bereits entwickelt ist. Ich kann Ihnen beispielsweise nicht sagen, ob er über ein Bewusstsein verfügt. Das Ding ist abscheulich. Edie, wie können wir es zerstören? Die großen Schläuche, die die Flüssigkeit injizieren, sind strukturell ein schwaches Glied. Durch ihre Zerstörung bricht die Stützkonstruktion zusammen und damit auch der Reaper. Geben Sie uns eine Minute, Edie. Wir müssen uns erst noch um ein paar alte Freunde... Feinde im Anmarsch! Feindbeschuss! Wir sind die Vorhaben. Schicksals. Ja! Der Tod von einem bringt 100 neue hervor. Wir sind die Vorboten ihres Schicksals. Auf die Injektionsschläuche schießen! Bereit für nächstes Ziel. Werde getroffen. Statusbericht! Nein, wir halten die Stellung, aber es kommen ständig neue Gegner. Ein baldiger Abzug wäre wünschenswert. Gehen Sie zur Normandy. Joker, lassen Sie die Triebwerke warm laufen. Ich werde den Laden in die Luft sprengen. Wird gemacht, Commander. Commander, da kommt gerade ein Signal vom Unbekannten rein. Eddie stellt durch. Shepard, Sie haben das Unmögliche geschafft. Ich war Teil eines Teams. Einige davon haben für die Mission ihr Leben gegeben. Ich weiß. Wir werden ihr Opfer nicht vergessen. Sie haben getan, was sie tun mussten. Und sie haben die Basis der Konnektoren eingenommen. Ich habe die Pläne vor mir, die Edie hochgeladen hat. Ein gezielter Strahlungsimpuls würde die restlichen Konnektoren töten, aber Maschinen und Technologie intakt lassen. Das ist unsere Chance, Shepard. Sie haben einen Reaper gebaut. Dieses Wissen, diese Grundstruktur könnte uns retten. Sie haben Menschen verflüssigt und in etwas Schreckliches verwandelt. Wir müssen die Basis zerstören. Seien Sie nicht so kurzsichtig. Unsere beste Chance gegen die Reaper liegt darin, ihre eigenen Ressourcen gegen sie einzusetzen. Ich bin nicht sicher. Wenn man es so direkt sieht, kommt es mir wie Verrat vor, irgendwas aus dieser Basis zu benutzen. Es wäre Verrat, wenn wir diese Möglichkeit nicht nutzen würden. Sie haben direkt mit den Konnektoren zusammengearbeitet. Wer weiß, welche Informationen dort zu finden wären. Die Basis ist ein Geschenk. Wir können sie nicht einfach zerstören. Welche Technologie wir dort auch immer finden, es wäre die Sache nicht wert. Shepard, Sie sind im Kampf für Ihre Überzeugungen gestorben. Ich habe Sie zurückgebracht, damit Sie weiterkämpfen können. Manche würden behaupten, dass wir bei Ihnen zu weit gegangen sind. Aber sehen Sie doch nur, was Sie erreicht haben. Ich habe Sie nicht aufgegeben, weil ich Ihren Wert kannte. Und jetzt sollten Sie diese Anlage nicht einfach aufgeben. Denken Sie doch an das Potenzial. Wir werden kämpfen und auch ohne Basis gewinnen. Angst wird nicht bestimmen, wer ich bin. Miranda, lassen Sie nicht zu, dass Shepard die Basis zerstört. Oder was? Ersetzen Sie mich als Nächste? Das war ein Befehl, Miranda. Zur Kenntnis genommen. Betrachten Sie das als meine Kündigung.
Denken Sie daran, was auf dem Spiel steht. An alles, was Cerberus für Sie getan hat. Sie... Weg hier. In 10 Minuten jagt die Überlastung des Reaktors die ganze Station in die Luft.
Commander! Kommen Sie, Shepard, lassen Sie mich nicht hängen! Hören Sie mich! Ich bin hier, Joker. Hat es das Bodenteam geschafft? Alle Überlebenden an Bord. Wir warten nur noch auf Sie. Mensch, Sie haben nichts verändert. Ihre Spezies hat jetzt die Aufmerksamkeit von Wesen, die Ihnen weit überlegen sind. Diejenigen, die Sie als Reaper kennen, sind Ihre Erlösung durch Vernichtung. Versagt. Wir werden einen anderen Weg finden. Gebe Kontrolle auf. Shepard, es wird bei Ihnen zur Gewohnheit, mich mehr als nur Zeit und Geld zu kosten. Die Basis hat zu viele Leben gekostet. Ich bedauere nicht, dass sie weg ist. Die ersten von vielen weiteren Leben. Die Technologie der Basis hätte die Dominanz der Menschen über die Galaxie gesichert. Gegen die Reaper und darüber hinaus. Dominanz der Menschen oder nur von Cerberus? Wenn Cerberus stark ist, ist auch jeder Mensch stark. Cerberus ist die Menschheit. Ich hätte wissen müssen, dass Sie an unangenehmen Entscheidungen ersticken würden. Zu viel Idealismus von Anfang an. Ich weiß, was Sie sind und was es kostet, mit Ihnen zu tun zu haben. Ab jetzt machen wir alles auf meine Art. Der Vorbote kommt und er wird nicht alleine sein. Ich werde dafür sorgen, dass wir bereit sind, wenn Sie eintreffen. Sie können mitmachen oder beiseite treten, aber stellen Sie sich mir nicht in den Weg. Sind Sie sicher, dass Sie das wirklich wollen? Sie gehen da ein enormes Risiko ein, Shepard. Das glaube ich nicht. Ich werde die Reaper aufhalten, aber ich werde dafür nicht die Seele unserer Spezies opfern.